Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie heute zu einem Thema, was Jugendliche betrifft, und zwar Alkohol. Bei der Jugenduntersuchung mit etwa 14 Jahren spreche ich dieses Thema an. Bei den meisten merke ich eine gewisse Unsicherheit, auch eine gewisse Scheu, vielleicht auch etwas gespielt. Geht mich noch nichts an, weil tatsächlich ist es ja so, dass Alkohol erst ab 16 Jahren den Jugendlichen zu trinken erlaubt ist. Aber was verboten ist, ist besonders interessant. Und für viele Jugendliche ist es der letzte Kontakt vor 16 Jahren beim Kinderarzt bzw. bei einem Arzt überhaupt. Und deshalb ist es ein wichtiges Thema bei dieser Jugenduntersuchung. Ich frage die Jugendlichen: Jetzt darfst du ja noch nicht Alkohol trinken, aber wenn du 16 bist, du bist bei einer Party, was schätzt du denn, wie viel Alkohol kannst du trinken, ohne die Kontrolle zu verlieren? Da sind die meisten mit dieser Frage komplett überfordert. Ich mache es ihnen leicht, ich sage eins. Du darfst eine Flasche Bier trinken oder später, wenn du 18 bist, ein Glas Wein oder ein Glas Sekt, ohne Angst haben zu müssen, dass der Alkohol eine Wirkung auf dich hat, die zum Kontrollverlust führt. Ich erkläre dem Jugendlichen das Problem dieses Kontrollverlustes, welches schleichend passiert. Das heißt, er weiß jetzt im nüchternen Zustand, so viel vertrage ich und so viel trinke ich. Wenn er aber über eine gewisse Grenze getrunken hat, dann denkt er eben nicht mehr in diesem Sinne. Er verliert die Kontrolle über sich selbst. Und das muss man dem Jugendlichen in aller Deutlichkeit sagen. Also diese eine Regel. Ein Getränk. Und sobald er mehr trinkt, passiert das, was er nicht möchte. Ich erzähle zum Schluss die Geschichte, wobei das leider eben keine Geschichte ist, sondern etwas, was ich mehrmals im Jahr erleben muss, dass ein Jugendlicher diese Regel missachtet. Nicht unbedingt bewusst, sondern eher, wie ich sage, fahrlässig. Das heißt, ein Jugendlicher ist bei einer Party, weiß um seine Grenze nicht und wacht am nächsten Morgen dann auf im Krankenhaus. Um sein Bett herum steht ein Polizist, ein Arzt, eine Krankenschwester, die Eltern und alle fragen ihn, was war vergangenen Abend? Und der Jugendliche muss zugeben, ich habe keine Ahnung. Das heißt, es passiert ein Filmriss ab einer bestimmten Menge Alkohol. Und dieser Filmriss ist vor allem für Mädchen eine, gelinde gesagt, schlimme Katastrophe. Zu wissen, ich war in einem Zustand, in dem ich mich nicht selbst unter Kontrolle hatte, in dem ich auch nicht weiß, was mit mir passiert ist. Und nach dieser Geschichte habe ich oft das Gefühl, dass dem Jugendlichen klar geworden ist, worin die Gefahr des Alkohols besteht. Wundversorgung. Ich merke, mit der Behandlung von Wunden sind viele Eltern nicht so vertraut, auch verunsichert. Und mit den Tipps, die ich gebe, wird das besser werden. Jede Wunde heilt am schnellsten, wenn sie keine Bakterien in sich hat. Fiebertherapie. Ob man Fieber überhaupt behandeln muss oder nicht, das hängt ganz stark davon ab, was das Fieber bei dem erkrankten Menschen verursacht. Wenn Eltern bei ihrem Baby einen Nabelbruch entdecken, dann entstehen meist große Sorgen. Diese Sorgen sind Gott sei Dank meist unbegründet.